Abreißen oder sanieren? Auch diese Frage müssen sich viele Bauherren von uns stellen. Darum geht's gleich. Abreißen oder sanieren? Heute vor der Kamera mein Partner Gregor Disse von den Spätarchitekten. und meine Wenigkeit Andreas Späth. Abreißen oder sanieren? Spannend. Die erste Frage ist natürlich, wie wirtschaftlich ist es, ein Bauwerk zu sanieren? Was kostet die ganze Geschichte? Was für Erfahrungen hast du dabei? Also da ist es ganz wichtig, einmal das Gebäude natürlich zu begutachten. Wir schauen es an, gucken, wo ist der Instandhaltungsrückstau, wie groß ist der Instandhaltungsrückstau, was müssen wir alles sanieren. Wenn es natürlich nur Kleinigkeiten sind, dann rentiert es sich wahrscheinlich, das Gebäude stehen zu lassen. Aber meistens sind ja ganz viele Dinge da im Argen, die wir erkennen können und sie dann beraten können, abreißen oder nicht. Unter anderem müssen wir natürlich feststellen, haben wir einen Bestandsschutz oder steht das Gebäude unter Denkmalschutz? Ja, und wenn so ein Gebäude unter Denkmalschutz steht, dann greifen natürlich ganz andere Themen. Dann ist die Frage, was darf ich verändern? Wie viel darf ich verändern? Ja, darf ich innen was machen? Darf ich außen was machen? Darf ich was anbauen? Und diese ganzen Dinge sind natürlich sehr früh für sich relevant. Meistens schon vor dem Kauf von so einem Gebäude abzuklären. Ja, damit man sehen kann, passt Ihr Raumprogramm, Ihr Bedarf, das, was Sie letztendlich aus dem Haus machen wollen, sei es jetzt ein Ladenlokal oder eine Wohnung, was auch immer, passt es überhaupt rein in dieses alte Gebäude? Oder wie groß ist die Investition, damit es reinpasst? Und lohnt sich es dann noch? Wenn Sie es nicht abreißen dürfen, bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Dann brauchen Sie einen findigen Architekt, der genau diese Lücken findet beim Denkmalamt und beim Genehmigungsverfahren, die es ermöglichen, zum guten Ergebnis für Sie zu kommen. Aber wenn es darum geht, ein Gebäude, das nicht unter Denkmalschutz steht, zu untersuchen, wie geht man dann genau vor, dass man weiß, was das kostet? Wie ich schon bereits gesagt habe, wir müssen das Gebäude begutachten, anschauen, alle Details genau prüfen. Ist da irgendwas kontaminiert? Haben wir irgendwo Asbestsachen? Wie ist die Dämmung im Dach und so weiter? Die Dachdeckung. Alle diese Parameter können wir genau erkennen und schauen, was rentiert sich, was lohnt sich dort abzureißen oder nicht oder neu zu machen, zu sanieren. Das hinterlegen wir dann alles mit Kosten, ja, und am Schluss machen wir einen großen Strich drunter und dann sehen wir, dass oft Gebäude, die im schlechten Zustand sind, von der Kostenseite her ist es dann oft besser, die Gebäude abzureißen, anstatt viel Energie und viel Geld auch in die Substanz zu pumpen, um am Ende auch nur sozusagen einen Kompromiss zu haben. Ja, auch das muss man sich gut überlegen. Der Vorteil ist, wenn ich ein bestehendes Gebäude umbaue, ja, für viele Laien, die sich vielleicht ein Gebäude nicht so gut vorstellen können, die können da schon mal drin rumlaufen, können sich schon vorstellen, wie es aussieht, wenn man vom zweiten Obergeschoss links hinten aus dem Fenster guckt, ja, das ist natürlich beim Neubau, muss man das sozusagen neu entwickeln, zusammen mit ihrem Planer. Also, meistens ist das Thema Kosten, Entscheidungskriterium Nummer eins beim Abriss. Zweites Entscheidungskriterium ist, passt mein Raumprogramm überhaupt rein? Nicht zu vergessen ist natürlich das Thema Denkmalschutz, Bestandsschutz, solche Dinge auch genehmigungstechnisch zu klären. Oftmals, Achtung, ist es auch so, dass ein Gebäude aus vergangenen Generationen auf dem Grundstück steht, das ist so groß, ja, dass es heute nicht mehr genehmigt werden würde. Auch das ist Thema, haben wir auch schon gehabt, haben wir gerade aktuell ein Projekt. Wenn man das abreißen würde, das dürfte man so nie wieder aufs Grundstück draufbauen, sondern nur wesentlich kleiner, weil das in einem Wohngebiet steht, wo es entsprechende Bauvorgaben gibt. Auch da ist gut zu überlegen, reiße ich ab oder saniere ich den Bestand und habe dadurch eine bessere Ausnutzung des Grundstücks. Sie sehen schon, auch das ist ein komplexes Thema. Man kann es nicht so pauschal immer gleich sagen. Suchen Sie sich einen guten Fachmann, der Ihr Projekt, Ihren Altbau gut begutachtet. Und dann lohnt es sich auch ein paar Euro zu investieren, das mal durchzurechnen, ob es funktioniert. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Ade.